Zu Wort gemeldet ist die letzte Rednerin ist jetzt von den NEOS, Henrike Brandstätter. Alles. Ja, bei manchen Vergleichen weinen Blumenwiesen. Die einen wollen GIS-Gebühren abschaffen, andere haben sie schon abgeschafft. Die Rede ist von den medienpolitischen Verfehlungen der Grünen, von den grünen medienpolitischen Sündenfällen. Ich zähle es einmal auf der Reihe nach. Wir beginnen mit den Sidelettern. Da hat ja Kollegin Blimlinger in ihrem Antrittsinterview gemeint, wir wollen zumindest dafür sorgen, dass das Führungspersonal des ORF anders, öffentlicher und weniger parteipolitisch bestellt wird. Nun, in Wahrheit gab es geheime Nebenvereinbarungen zwischen ÖVP und Grünen betreffend Postenbesetzungen im ORF. Vermutet wurden diese rechtswidrigen Sidelätter ja schon länger, die auch die Unabhängigkeit des ORF weiter unterminieren. Die Grünen wollen dasselbe wie ÖVP und FPÖ. Sie wollen Einfluss, sie wollen den Druck auf die Berichterstattung ausüben können, wenn ihnen diese nicht passt. Und sie haben ja auch ihre Jobs bekommen. Ich erinnere daran, dass der Stiftungsratsvorsitzende des ORFs Lothar Lockel von den Grünen bestellt worden ist. Es wurde auch zwischen ÖVP und Grüne vereinbart, wie die ORF-Direktoren aufgeteilt werden. Die ÖVP bekommt 3 Direktoren und den Generaldirektor, die Grünen bekommen 2 Direktoren. Und als diese Sidelätter ruchbar wurden, hat Kollegin Blimlinger Folgendes gesagt: Na, man muss sich entscheiden, ob man ein korrupter Idiot ist oder ein naiver Idiot. Dass man einfach nur redlich sein kann, das kommt einem überhaupt nicht mehr in den Sinn anscheinend bei den Grünen. Nächster Punkt ist die Regierungswerbung. Wir befinden uns in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da gönnt sich die Regierung, ÖVP und Grüne, aus ihrer Sicht absolut logisch auch das teuerste PR-Budget aller Zeiten. Ich erinnere daran, dass vor 2 Jahren ÖVP und Grüne sich einen sehr eindrucksvollen Rahmen gegeben haben, nämlich 180 Millionen Euro kann man in den dann darauf folgenden 4 Jahren ausgeben für Regierungswerbung. Weitere 30 Millionen Euro stehen für die Kreation dieser Werbung zur Verfügung. Und wenn man mit diesem Geld nicht auskommt, dann kann man diesen Rahmen auch noch überziehen. Und ganz vorne mit dabei sind die Grünen hier mit Umweltministerin Gewessler. Die hat nämlich letztes Jahr mehr als 12 Millionen Euro ausgegeben in ihrem Ministerium für Werbung. Also Propaganda statt Patente, Politik scheint da auch das Motto zu sein. Der nächste Sündenfall, die Wiener Zeitung, da weiß man überhaupt nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. 6 Millionen Euro wurden hier für Journalistenausbildung ausgegeben oder werden ausgegeben in Zukunft unter Aufsicht des Bundeskanzleramtes. 6 Millionen Euro, um auch hier ein Einfallstor für Parteipropaganda zu bauen. Und die Grünen, ihr habt das vehement verteidigt. Und man spricht ja da auch mit gespaltener Zunge in anderen Bereichen. Kollegin Blimlinger hat noch vor 3 Jahren gesagt, uns geht es schon massiv darum, die Wiener Zeitung auf Papier zu erhalten. Gemäß dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz vor 3 Jahren, sieht man das jetzt ganz anders. Man hat auch übrigens gesagt, dass alle Mitarbeitenden erhalten bleiben und stattdessen wurden sie rausgeschmissen. Da habe ich übrigens nirgendwo dann Solidaritätsbekundungen gehört. Es gab dann aber stattdessen den Vergleich des Zusammenbruchs des Dritten Reiches in Österreich mit der Reduzierung der ältesten Tageszeitung der Welt auf eine Online-Ausgabe. Und wie man so einen kruden Vergleich zusammenbringt, Kollegin Blimlinger, das bleibt einfach ein Rätsel. Ja. Nächster Punkt, keine Entpolitisierung des ORFs. Wir haben ein neues ORF-Gesetz diese Woche beschlossen. Darin nicht erhalten die Klärung der Aufgaben und Funktionen des ORF. Weiterhin enthalten stattdessen ein Stiftungsrat, wo ja die Grünen den Vorsitz halten. Weiterhin enthalten ein Anhörungsrecht der Landeshauptleiter bei der Bestellung der Landesdirektoren. Und das sind nur einige Punkte einer grünen Medienpolitik, die ein einziger Sündenfall ist. Man kann sich einfach nicht immer hinter dem Klimawandel verstecken und da helfen auch noch so viele Kampagnen der Umweltministerin einfach nichts. Es ist eure klare Mitverantwortung, Sidelätter und Postenschacher im ORF, Megabudgets für Selbstbeweihräucherung, Niedergang der Wiener Zeitung und dann auch noch ein verpfuschtes ORF-Gesetz. Gratuliere dazu. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Ich weise das Volksbegehren GIS-Gebühren Nein dem Verfassungsausschuss zu.